Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Materia und Casper featuring Cut Frankie. Ja? Denk an dich. Ist quasi, sagen wir mal, ist es nicht der allerneueste Song. Ist jetzt, ich glaube, 2,5, 3 Wochen ungefähr alt. Aber zumindest einer der neueren, hoffe ich zumindest. Ich habe mich jetzt nicht 100% erkundigt, weil den wollte ich schon seit längerem gucken, kam aber nicht dazu. Und ich muss sagen, ich habe seit langem Materia und Casper nicht geguckt. Ich glaube, den letzten Song von den beiden, glaube ich, ist halbes Jahr ungefähr her, wo ich mal von dem was geschaut habe. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich feiere Materia unnormal. Ja, für mich Genie. Also es gibt so zwei krasse Künstler hier gerade in Deutschland, die ich unnormal krass feiere, so unnormale Genies, und das ist Materia und Raf Camora. Ja, weil Materia allein schon mit Masimoto, glaube ich, Masimoto, wenn ich mich nicht recht entsinne, allein schon mit denen einfach alles zerreißt. So, und klar, jetzt so gesehen ein weiterer Song mit Casper zusammen. Und zu Casper kann ich eins sagen, er ist für mich persönlich ein guter Musiker. Nur irgendwie finde ich, er hätte, glaube ich, mehr so Hip-Hop machen sollen. Wegen seiner Stimme. Seine Stimme, diese raue Stimme, ist einfach genial. Aber lass uns das mal rein kloppen. Bin auf dem Weg, hellwach war die Stadt. Also, das ist anscheinend Cat Frankie. Ich meine, ich dachte, das wäre ein Mann. Uno Momento, da will ich einmal ganz kurz gucken, wer ist Cat Frankie. Cat Frankie ist eine Frau. Krass, also tut mir leid, ich kannte diese Person zuvor nicht. Nächster Club sogar in Kiel. Okay. Ich schläf, um mich rum alles laut, alle reden. Doch ich denke an dich, ich denke an dich. Beat ist Bombe, also Beat ist auf jeden Fall Bombe. Ist eher so ein chilliger Shit, also so ein chilliger Song. Wo auch immer du gerade bist. Zwischen Kaffeebechern und Schlaftabletten. Endlosen Fahrbahnflächen und raste Toiletten, verblasste. Das finde ich am Casper eigentlich richtig geil. Diese, seine Stimme, dieses na, Schlaftabletten. So, der hat so eine komische. Der hat irgendwo hier im Hals irgendwo wie so einen kleinen Ball sitzen, der so ein komisches Vibrieren verursacht, ja? So in der Stimme. So bildlich gesehen, ja? Da sitzt natürlich kein Ball. Bei manchen Rappern sitzt da was anderes drin, aber. Darauf wollte ich nicht hinaus. Money verfetzen im Portemonnaie. Stress und Hektik, last minute checken am Boarding Gate, yeah. Ganz egal, wobei ich denk an dich, was dich beschäftigt. Das finde ich geil. Din, 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 din. Ganz egal, wobei ich denk an dich, was dich beschäftigt, wie's dir geht, wie du schläfst, wo du bist. Mist, nur schlechter Netzempfang. Versprech's, ich wechsel bald den Drecksvertrag. Mit O2 war's jetzt das letzte Mal. Seh durchs Fenster. Ich glaube, hier wird natürlich O2 das nicht so geil feiern. Ja? Ich glaube, die werden versuchen, so sein Statement wieder zu erkaufen. Ja? Meistens ist es immer so, wenn so ein guter Musiker oder ein großer Musiker irgendwas Falsches gegen ein anderes, also was heißt Falsches, oder seine Meinung äußert in Richtung eines Unternehmens, dann versucht meistens das Unternehmen, das zu unterbinden. Auch wenn es das hier machen muss, ja. Das Glas, das Licht der Lametta zieht. Die bittere Medizin, der Minibar vom Bett in der Suite. Gemeinsam, einsam überstrecken, doch so nah. Bin meilenweit entfernt und trotzdem da. Bin auf dem Weg, hellwach war die Stadt nicht schlecht. Also Cat Frankie harmoniert, finde ich, hier sehr gut. Also sehr, sehr, sehr geil. Natürlich kommt jetzt noch auf den Part von Materia an, aber eigentlich habe ich jetzt gedacht, dass Materia als erstes anfängt,
Weil hier steht Materia und Casper, nicht Casper und Materia. Man orientiert sich meistens an das, was als erstes geschrieben steht. Ja, da weißt du sofort, okay, gleich beginnt Materia, danach Casper. Und dieses genaue umgekehrt, aber so, am Rande. Um mich rum alles laut, alle reden. Doch ich denke an dich, ich denke an dich. Fahrst du, fährt mich hoch in die 61, eingecheckt in diesen Glaspalast, wo nur die Reichen essen, blaue Fenster. Ich glaube, ich muss mich mal so ein bisschen mehr mit Materia nochmal befassen oder so, weil ich habe mich nie so richtig krank mit ihm auseinandergesetzt. Natürlich kennt man so seine Tracks und zumindest die so veröffentlicht worden sind als Clip, ja, also mit Clip zusammen. Und aber ansonsten, ich weiß, der gibt unnormal krasse Shows oder hat unnormal krasse Shows und. Also ein sehr, sehr guter Künstler, intelligenter Künstler. Aber ich habe mich nie so richtig mit ihm krass auseinandergesetzt. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so der kranke Kenner. Eher so mit Casper auf jeden Fall. Casper kennt man ja. Früher mit Kollega, den ersten, und mit Favorite, den geilen Song, den die zu dritt gedroppt haben, war echt krankes Ding, was ich immer noch feier. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das, ich weiß nicht, nennt man das Xoxo oder X0, ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, aber das Album habe ich mir auch mal gegönnt gehabt. Ist jetzt aber schon ewig her, bestimmt 3, 4, 5 Jahre, weiß nicht. Also ich finde ihn mit seiner Stimme eigentlich nicht schlecht, nur der macht so einen komischen Style. Der hat sich ja quasi gedreht von Hip-Hop, ja. Der Scheiben spiegeln dieses Haifischbecken, Flugzeuge im Bauch, doch in meinem Kopf ist 9-11. Ein rotes Kleid setzt sich neben mich, bin woanders in Gedanken bei der Frau, die Rammstein-Poster an der Wand hat. Wenn ich das alles hier nicht mit dir teilen kann, schick ich dir schlechte Souvenirs. Mal so am Rande, weil ihr könnt euch bald freuen, wer Rammstein feiert. Ich meine, im April soll das Album kommen. So am Rande. Hier sind Fotos von einem Streifenwagen, hab hier keinen Empfang, der Boden kaum zu sehen. Warte, bis der Staub sich legt, morgen vor 10.000 stehen. Geh auf den Balkon, zieh Rauch ein, bis die Augen drehen. Wenn ich an dich denke, bin ich aufgeregt, bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg, hellwach war die Stadt. Also das Feature mit den beiden Casper Materia ist einfach, ich finde es gutes Duo. Also die machen ein gutes Ding, so. Mehr kann man eigentlich zu diesen Sachen überhaupt nicht sagen. Ich finde, die passen sehr, sehr gut zusammen. Stadt nie schläft, um mich rum alles laut, alle reden. Doch ich denke an dich, ich denke an dich. Denk an dich. Auch ein gutes, wie soll man sagen, Ohrwurm, also ein guter Ohrwurm, ja, dieses Pere, 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 Pere. Pere, 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 wo auch immer du gerade bist. Wer hat eigentlich den Beat gemacht? Shop, Twitter, Homepage, schade. Ich hätte gerne gewusst, wer den Beat gemacht hat. Ich denke, man braucht auch dazu nicht mehr zu sagen. Es ist natürlich eine so eine Geschmackssache in Bezug auf Musik. Ja, für mich ist das eher so, ich hätte jetzt gesagt, so Pop R&B Radio Shit. So, natürlich nicht Hip-Hop oder sonstige. Aber trotzdem ist der Mix da drin. Was ein bisschen Abwechslung bringt, ist natürlich Cathy Frankie. Also Cat Frankie. So. Ich feiere die beiden einfach. Wir sehen uns. Tschüss.